Hey Leute und willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Ich musste gerade eben kurz beim Einloggen aus der Höhle hier rausrennen, weil ich direkt attackiert worden bin. Wir müssen direkt zurück hier nach Dolanar. Wenn ich mich teleportiere, komme ich ins Laubschattental, aber ich glaube, das ist besser, als wenn ich jetzt hier aus dieser Höhle rauslaufe. Das dauert, glaube ich, noch viel länger. Ja, von hier bin ich definitiv schneller. Gehe ich jedenfalls stark von aus. Stufe 20er Priester, was der hier auch immer machen möchte. Die Mobs hier am Anfang sind übrigens, glaube ich, alle friedlich, also grün, neutral. Also attackieren dich erst dann, wenn du sie angreifst. Irgendwo konnte man doch das mit dem Gilden-Invite ausschalten. Wenn ich doch nur wüsste, wo das gewesen ist. Hier! Gildeneinladungen blockieren. Sehr schön. Habe ich das die ganze Zeit nicht gesehen? Ja, Blizzard hat da schon richtig reagiert. Mit diesen Gilden und der Idee dahinter, durch Gilden Gold zu verdienen, indem man halt möglichst viele Leute in der Gilde hat, die dann für einen Quests machen und dann dementsprechend dadurch mal ein kleiner Teilbetrag der Questbelohnung in die Gildenbank eingezahlt werden. Seitdem spammen die Leute nur diese Gildeneinladung. Und da war es auch sehr wichtig, dass Blizzard da reagiert und sagt, wir brauchen so einen Spam-Filter, weil das ja wirklich Spam ist. Also so oft, wie man hier Gildeneinladungen bekommt, gerade als auch auf Stufe 1 bis zwischen Stufe 1 und 20. Später nimmt das ein bisschen ab, aber ist immer noch ganz krass präsent. Ich weiß das noch, weil ich früher gar nicht so einen Gilden... Ich wusste gar nicht, dass es so einen Gilden-Filter gibt, so einen Gilden-Spam-Filter. Naja. Und da hatte ich dann immer ganz krasse Probleme. Jedenfalls, wenn ich auf Blackmoor gespielt habe, auf Netherrealm hat man halt überhaupt nicht die Probleme, weil Netherrealm halt, wie gesagt, tot ist und da belästigt einen niemand, um in eine Gilde beizutreten. Hier haben wir auch nur Crap, aber immerhin eine Tasche. Wo soll den Raufer? Ich werde die Relikte des Erwachens vorbereiten und das Ritual durchführen. Ist der hier auf dem Berg? Ich guck mal, ob der da auf dem Berg ist. Eigentlich muss er da ja sein. Ich glaube nicht, dass das in der Höhle ist. Dann hätte ich ihn schon mal gesehen. Der müsste hier oben rechts sein. Also ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, wie viel WoW-Parts ich so am Tag hochladen möchte. Und ich glaube, ich werde es doch durchziehen und zwei Parts am Tag hochladen. Auch mit dem Risiko, dass die Sachen dann nicht alle geguckt werden, weil ich einfach vorwärts kommen möchte. Und wenn ich in den nächsten 5 Monaten noch Stufe 90 werden möchte, muss ich ein bisschen Gas geben. Gerade wenn ich ohne Level Gear spielen werde. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, ohne Level Gear zu spielen. Ehrlich gesagt auch unabhängig davon, wie ihr euch jetzt entscheiden werdet. Ich hoffe einfach, dass ihr damit kein Problem habt. Denn, das ist einfach zu langweilig, wenn ich ohne Level Gear spiele. Wenn ich mit Level Gear spiele. Denn dann macht es keinen Sinn mehr, Instanzen zu gehen. Und das fände ich doch sehr schade. Mal gucken, ob ich auch in diesem WoW-Let's Play, oder es ist ja kein Let's Play, aber es ist schon ein Let's Play, aber ich nenne es halt anders, ob ich hier auch alle Instanzen gehen möchte. Ich hatte mir ja immer vorgenommen, schon seit Ewigkeiten. Alle Burning Crusade Hero-Instanzen zu besuchen, habe ich noch nie durchgezogen. Das erste Mal, als ich meinen Priester-Let's Play hatte, da habe ich das nicht gemacht. Und bei meinem Krieger, ja, da kam ich einfach nicht dazu, weil ich soweit nicht gespielt habe. Da, mit dem Krieger bin ich hier gerade mal Stufe 62 geworden.
Und das ist einfach schade, weil gerade die alten Burning Crusade Heroes, die sind wirklich einen Besuch wert, weil die einfach, die Normals sind zwar auch schon gut, aber gerade die Heroes, die machen das Ganze doch nochmal interessant, vor allen Dingen, weil die früher echt extrem hart waren. Also da brauchte man schon teilweise echt eine gute Gruppe, um da weiterzukommen. Und es wäre auf jeden Fall schön, die nochmal zu besuchen, wenn man dafür eine Gruppe finden würde. So, es tut mir leid, da musste ich gerade eben einen kleinen Cut machen. Da wurde ich eben abrupt unterbrochen. Jetzt haben wir halt einen doofen Schnitt drin, aber damit müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Ärgerlich. Ja, wir müssen noch weiter hier ein paar Wegelagerei erledigen. Noch drei Stück, einen habe ich gerade, musste ich gerade so töten, also ohne dass die Aufnahme lief, weil gerade als ich die Aufnahme starten wollte, hat er mich halt angegriffen, weil die so schnell wieder respawned sind. Das war nicht so cool. Ach, da oben wird er auch schon markiert. Urosal. Das war früher auch nicht der Fall. Ich weiß gar nicht, seit wann gibt es diese Totenköpfe? Ich glaube, die gibt es seit Kataklysm? Nee, nein, Blödsinn. Seit Kataklysm gibt es sie nicht. Seit Kataklysm, nein, auf gar keinen Fall. Seit Mists of Pandaria, irgendwann da in der Mitte. Das hat dann damit angefangen, beziehungsweise dann ist es damals losgegangen mit den Ra-Mobs abfarmen, um die Splitter zu bekommen, um seine Goldmünzen zu erwerben. Ich glaube, so ähnlich war das. Wo war ich eigentlich vor dem Abbruch stehen geblieben? Genau. Mit meinem Krieger und den Burning Crusade Hero Instanzen. Ja, mit Tanara habe ich das damals halt nicht gemacht, weil ich einfach noch nicht das Level hatte. Ich habe ja meinen Krieger Let's Play mit 62 abbrechen müssen, weil ich auf meinem alten Kanal, da wo ich meinen Krieger hochgeladen habe, meinen Krieger Let's Play nicht mehr, keinen Zugriff mehr drauf hatte. Ärgere ich mich bis heute drüber. Der gammelt da jetzt vor sich hin und jedes Mal, wenn ich mich versuche, da einzuloggen, soll ich wieder meinen Code eingeben. Und das Handy habe ich nun mal einfach nicht mehr. Und eine Authentifizierung habe ich 10 Mal, 15 Mal versucht, jedes Mal fehlgeschlagen. Hier haben wir übrigens einen Ra-Mob. Das Besondere mit den Ra-Mobs, das wurde, glaube ich, mit Mists of Pandaria, mit Cataclysm eingeführt, dass die Ra-Mobs so unglaublich viel EP bringen. Hier 1062, das ist wahnsinnig viel. Also früher haben die Ra-Mobs genauso viel, unwesentlich mehr wie normale Mobs gebracht. Als normale Mobs gebracht. Fangen nicht mit wie als an. Und jetzt bringen die so viel. Naja, mit Tanara ging es halt nicht und mit Momentalify habe ich es damals einfach nicht gemacht. Mit meinem ersten Priester-Let's Play, für die es noch kennen. Den Kanal gibt es ja auch nicht mehr. Den habe ich sogar komplett durchgespielt, habe die letzten Parts dann aber nicht mehr hochgeladen. Motivationslücke würde ich das mal nennen. In der dann die Kanallöschung resultiert ist. Und damit sollte man nicht so leichtfertig umgehen, mit Kanallöschung, weil doch immer oft viel Arbeit drin steckt. Also bei meinem Priester bereue ich es jetzt nicht so sehr, weil es einfach keine gute Qualität war. Video als auch Audio. Ich habe jahrelang richtig krass rumprobiert, da resettet er, um die optimale Audio- und Videoqualität irgendwie hinzubekommen. Die verschiedensten Renderprogramme. Und früher, müsst ihr euch überlegen, da gab es den ganzen Krams, glaube ich. Auf jeden Fall war es jedenfalls nicht so bekannt wie MIGUI. Ganz früh habe ich sogar mit Camtasia gespielt. Wobei ich auch mit dem Let's Playen angefangen habe, da war das noch nicht ganz so verbreitet. Also da gab es die ersten Let's Player. Da war, glaube ich, der größte Let's Player, als ich mit Let's Plays angefangen habe, war Funk Royal.
an den kann ich mich auch noch erinnern. Den fand ich nämlich auch noch richtig gut, als er noch Let's Plays gemacht hat. Also die alten Let's Plays, die er gemacht hat. Jetzt verfolge ich den gar nicht mehr. Jetzt finde ich ihn uninteressant. Aber früher fand ich den richtig gut. Und der war auch mit einem Grund, warum ich dann mit Let's Plays angefangen habe. Ich verliere hier einen Haken nach dem anderen. Ich wollte ja auf die HC-Inis hinaus. Mit Tanache konnte ich sie nicht machen. Mit Metallify habe ich sie nicht gemacht. Und es ist eigentlich schade, dass ich es bis jetzt einfach nicht durchgesetzt habe. Und ich würde es eigentlich schon gerne mit meinem Magier versuchen. Irgendwie muss es ja möglich sein, dass ich mit dem nochmal die alten Burning Crusade Heroes gehen kann. Ich glaube, die Normals habe ich damals mit meinem Priester gemacht. Müsste ich jedenfalls. Weil ich eigentlich bis jetzt in jedem Let's Play immer so gesagt habe, ich mache alle Instanzen. Ja, doch, die habe ich, glaube ich, ziemlich sicher gemacht. Und, wenn ich Stufe 70 bin, dann werde ich, denke ich, auch die Heroes machen. Wenn wir Gruppen dafür bekommen. Das ist ja leider nicht sicher. Und es ist ehrlich gesagt sogar sehr unsicher, dass wir eine Chance haben, dafür Gruppen zu finden, weil sich dafür einfach keiner mehr anmeldet. Was sehr schade ist. Finde ich. Aber, naja, man kann die Leute nicht zwingen. Und leveltechnisch macht es auch keinen Sinn mehr, in die alten Heroes zu gehen. Also da glaube ich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, wie viel EP man bekommt in den Hero 5er Instanzen, ob das noch genug ist. Aber nein, es macht keinen Sinn, weil man mit Stufe 70 natürlich auch schon direkt nach Kataklysm gehen kann. Und dort dann questen kann. Und dann mit 80 dann halt noch Mists of Pandaria. Da muss man aufpassen, dass man irgendwann nicht mehr mit den Addons durcheinander kommt. Ich wollte hier mal den Sonnenbaum mal ausprobieren. Ich glaube, das gibt mich einen Erfahrungsbonus. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man früher hier immer im Kreis herum wirbeln musste, damit das Ding da oben stackt. Mittlerweile muss man das einmal quasi andrehen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man das andrehen muss. Und dann einfach auf der Stelle stehen bleiben und dann wirbelt man sich da so hoch. Ich weiß nicht, wie hoch die Stacks gehen. Das möchte ich jetzt mal eben ausprobieren. Denn 10% mehr EP durch das Töten von Monstern. Das ist jetzt nicht so krass, dass ich dadurch Levelgebiete überspringen würde, aber es sind nette Erfahrungspunkte, die einem geschenkt werden. Und warum nicht? Also die ganzen Weltevents, die Blizzard hier in WoW integriert hat, die sind wirklich eigentlich alle richtig cool. Vor allen Dingen auch finde ich das Braufest toll. Und da hat sich Blizzard viel Mühe gemacht. Auch hier Halloween, alles schöne Sachen. Und ich habe da, glaube ich, sogar auch diesen Meta-Erfolg für gemacht. Sämtliche Erfolge für die ganzen Weltevents sind auch schon bald Stufe 10. Allzu lange dauert das nicht mehr. Jetzt mal eben mein Inventar leer machen, bevor das hier wieder komplett vollmüllt. Ist ja eigentlich schon wieder voll gemüllt. Kann alles weg eigentlich. Ich habe erst überlegt, ob ich Malachit und Tigerauge auch wegwerfe, aber ich denke, das behalte ich erstmal. Vielleicht bekomme ich da ja ein paar Cent im Aha für, auch wenn ich das nicht glaube. Tasche kann ich eigentlich mal eben umtauschen. Zack. Das ist meine 8-Platz-Tasche. Das sind immer noch mal 2 Platz mehr. Und da blinzel ich mich erstmal direkt in die Mauer. Und hier haben wir erstmal noch mal eine Quest. Das scheint die letzte hier im Dorf zu sein. Mal sehen, ob die mich schon nach Danasos führt. Nein, führt sie nicht. Das habe ich direkt gesehen. Nach unten zum See. Das ist, glaube ich, der mit den dieser Druide da, der da in dem Blumenbeet da rumpflanzt und rumexperimentiert. Früher gab es mal bei dem Koch auch noch eine Quest. Da brauchte man Spinnenbeine und dann konnte man da auch noch mal eine Quest abgeben und dafür hat man ein Rezept bekommen. Das ist irgendwie auch verschwunden. Oder das... Ah, nein! Wahrscheinlich muss ich dafür kochen lernen, dann hat er die Quest für einen.
Habe ich jetzt nicht ausprobiert. Mal gucken, mache ich vielleicht den nächsten Part. Ich denke, ich werde auch gleich erstmal wieder Schluss machen. Wie gesagt, ich möchte 15 bis 20 Minuten Parts machen und dann immer Cut den nächsten Part, Cut den nächsten Part. Weil es einfach einfacher für mich ist, schnitttechnisch gesehen. Ein Bäumling. Es wäre übrigens auch mal interessant, vielleicht einen Arcan-Mage zu spielen. Vielleicht mache ich das auch mal. Viele Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten. Da freue ich mich drauf. Wir sollten auch, ja, im nächsten Part werden wir Stufe 10 und dann müssen wir uns auch für eine Skillung entscheiden und dann wird das endlich mal ein bisschen vielfältiger mit den Fähigkeiten. Je nachdem, für welche wir uns entscheiden, für welche Skillung. Lass uns die seltene Erde in meine Pflanzenbehälter füllen. Keine Ursache, Druide. Gut, Leute, ich werde dann hier Schluss machen. Wir hören uns beim nächsten Part wieder. Die zwei Quests nehme ich noch an. Und ja, bis dahin, macht's gut. Ciao.